Was taugen 360 Grad Bluetooth-Lautsprecher? Sind solche nutzlos oder eben doch gut? Im heutigen Video werde ich versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu finden und werde anhand des Transmart T7 meine Schlüsse ziehen. Sprich, ich gebe meinen Senf dazu, ihr hört meine persönliche Meinung dazu. Zum Zeitpunkt des Videos kostet ein solcher T7 Speaker um die 60 Euro, manchmal im Angebot sogar für weniger zu ergattern. Das Unboxing-Erlebnis finde ich für ein Produkt dieser Preisklasse schon mal sehr nice. Teil des Lieferumfangs ist neben dem Speaker selbst ein USB-C-Ladekabel sowie eine Kurzanleitung. Qualitativ in Sachen Verarbeitungsqualität bin ich echt positiv überrascht, fühlt sich alles sehr solide und wertig an. Der Großteil der Oberfläche ist hier auch von so einer Art Nylongeflecht bedeckt, was bekanntlich richtig gut Wasser abweisen kann. Transmart bewirbt den T7 explizit für den Außeneinsatz und gibt sogar das IPX7 Rating an. Dieses ist tatsächlich eines der höchsten Ratings dieser Art und soll uns schlimmstenfalls ermöglichen, das Gerät bei 1 Meter Tiefe für bis zu 30 Minuten lang unter Wasser am Leben zu erhalten. Ein paar Tropfen oder Regen dürften dem T7 also gar nichts anhaben können. Bereits ab Werk vorangebracht ist ein Umhängeband. Gut zum Herumtragen oder eben zum Befestigen an Rucksäcken, Fahrrädern und was weiß ich noch. Was solche 360 Grad Lautsprecher aber generell auf den ersten Blick ziemlich besonders wirken lassen, ist die Tatsache, dass sie meist über mehrere Treiber in verschiedenen Ausrichtungen verfügen. Auch das heutige Modell verfügt insgesamt über 3 Treiber. Am Boden wird sogar dem Bass auf die Sprünge geholfen. Die Ausgangsleistung soll sich laut Transmart auf 30 Watt belaufen, über den Audio-Codec SBC. Bluetooth 5.3 wird hier schon beherrscht. Auch RGB-Beleuchtung hat nun scheinbar ihren Weg auf Lautsprecher gefunden und diese finde ich tatsächlich echt willkommen, denn es gibt neben verschiedenen Farb- und Lichteffekten noch das Highlight, bei dem die Beleuchtung sich an den Rhythmus der Musik orientiert. Seitlich haben wir Bedienelemente, wie die Power-Taste auch zum Ein-Ausschalten der LEDs, die Play-Taste nicht nur für die Wiedergabe, sondern auch zur Aktivierung des Sprachassistenten oder eben um Anrufe entgegenzunehmen oder aufzulegen. Somit ja, der T7 verfügt über ein eingebautes Mikrofon. Dann vor und zurück sowie die sogenannte Soundpulse-Taste, um zwischen verschiedenen EQ-Modi umzuschalten. Ganz oben befindet sich ein Lautstärkenrad, mit dem sich die Lautstärke unabhängig vom Handy beispielsweise anpassen lässt. Auch eine Micro-SD-Karte dürfte theoretisch ins heutige Gerät gesteckt werden. Angegeben wird vom Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden bei ausgeschalteten LEDs und bis zu 7 Stunden, wenn diese eingeschaltet bleiben. Aufgeladen wird per USB-C-Anschluss. Einige Hersteller, darunter eben auch Transmart, bieten uns obendrein die Möglichkeit, 2 solche Lautsprecher miteinander für einen starken Stereo-Effekt zu verbinden. Für den heutigen T7-Speaker gibt es sogar eine App, mit der wir Firmware-Updates durchführen können, ebenfalls zwischen EQ-Modi umschalten können, diese aber auch benutzerdefiniert anpassen können. Die meisten könnten auf die App aber meiner Meinung nach verzichten. Nun aber zur alles entscheidenden Frage, wie steht's um den Sound? Ist ein 360-Grad-Lautsprecher nun besser oder schlechter für so ein Outdoor-Setting, wenn man so will? Herkömmliche Stereo-Lautsprecher sind da eher direktional, feuern die Schallwellen in meist eine Richtung ab, dann aber oft in besserer Qualität. Mit so einem 360-Grad-Surround-Sound, unter Anführungsstrichen, geht man also klangtechnisch sicherlich einige Kompromisse ein. Ich kann aber durchaus bestätigen, dass die Wiedergabe von Musik den gesamten Raum in verschiedenen Winkeln besser ausfüllt als ein normaler Stereo-Lautsprecher. Wenn also mehr Personen am Klangerlebnis rundherum teilhaben wollen, ist das keine schlechte Lösung. Von echtem Surround-Sound darf man hier natürlich keinesfalls sprechen, davon sind wir weit entfernt. Ich gebe offen und ehrlich zu, ich bevorzuge nach wie vor einen klassischen Speaker, der nur in eine Richtung abfeuert, aber es kommt nun mal aufs Einsatzgebiet an. Einen solchen 360-Grad-Speaker wie diesen hier stellt man halt einfach ohne groß nachzudenken irgendwo hin und stellt für alle Zuhörer ein akzeptables Klangerlebnis bereit. Natürlich will ich euch auch eine Art Kostprobe geben, habe also ganz primitiv ein Tischmikrofon aufgestellt und nehme bestmöglich die wiederzugebende Musik vom T7-Lautsprecher auf. Es sollte natürlich unbedingt beachtet werden, dass es nahezu unmöglich ist, euch den wahren Sound rüberzubringen.
In echt hört sich dieser nochmal ganz anders an, geht einfach nicht, da zu viele Variablen im Spiel sind. Dennoch für manche eine kleine Orientierungshilfe. Vorhin habe ich die Klanggüte 360 Grad Speaker generell angesprochen, doch was sind meine Eindrücke vom Transmart T7? Nun ja, der Sound überzeugt größtenteils, obwohl mich dieser auf seine Maximallautstärke dann doch enttäuscht. Insbesondere die Höhen übersteuern unangenehm. Daher würde ich eher empfehlen, bei einer Lautstärkenstufe von so circa 75% zu bleiben, was noch laut genug für Mini-Partys ist, wenn man so will. Die Standard-EQ-Einstellung bietet ein gutes Rundum-Paket, doch ich würde tatsächlich behaupten, dass die Soundpulse-Einstellung musikgenreübergreifend den besseren Sound abliefert, auch wenn für Rock- und Metal-Musik dann die Höhen doch etwas zu penetrant wirken können. Ansonsten bin ich aber zu einem Preis von 60 Euro zufrieden. Das Klangerlebnis ist gut brauchbar, der Raum wird verhältnismäßig gut ausgefüllt, die Bedienung ist leicht, eine kleine Lichtshow ist auch an Bord. Tragbar und wetterfest ist das Ding noch dazu. Es ist ein Lautsprecher für den Außeneinsatz, wo ich schon mal rauer zugehen kann. Wer sich von einem 360-Grad-Speaker dann noch die allerbeste Audioqualität erwartet, sollte dringend, insbesondere in der Preisklasse, seine Erwartungen zurückschrauben. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Video.